Mir persönlich gefällt das super, wenn das dann nachher alles zusammenfließt und man merkt, oh. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur produktivsten Zeit eines Tages. Mein Name ist Jacqueline Fellgut und das ist Tag 2 von Staffel 2 der 30 Tage Homeoffice Schreibchallenge. Gestern habe ich mich in die Szene wieder eingelesen, in die allererste, habe das, was ich an Charakterisierungen gelernt habe, eingebaut und bin deshalb wesentlich besser zurechtgekommen, vor allen Dingen mit den Antagonisten, die in der Szene auftauchen. Für mein Empfinden ist das wesentlich glaubhafter geworden und ich würde heute die Szene einfach weiter zu Ende lesen und dann mal gucken, dass ich mir Szenen aussuche in der Zukunft, auf die ich mich schon freue, um dann zu versuchen, ein paar Lücken zu schließen und dann dahin zu schreiben. Ist es okay, wenn man mehr als einen Antagonisten hat? Ich habe gerade zwei und eine natürliche Bedrohung. Ist das zu viel? Es kommt total auf die Geschichte an. Es kommt auch darauf an, wie lang die Geschichte ist und wie viele Wörter du das reinquetschen möchtest. Ich habe bei der Geschichte jetzt aktuell auch so ein bisschen das Problem. Normalerweise versuche ich mich auf eine wichtige Hauptstory zu beschränken und mich dann dafür voll auf die zu fokussieren. Und die hat dann normalerweise einen Antagonisten und eine große dunkle Vergangenheit und eine Sache, die geklärt werden muss. Jetzt sind beide Protagonisten so interessant geworden, dass sie beide so eine dunkle Vergangenheit haben und beide eine Geschichte haben, die gelöst werden müsste. Das heißt, es gibt zwei Optionen. Entweder schmeiße ich eine von beiden raus oder ich verschiebe es nach hinten, um einen zweiten Band rauszumachen, oder es wird halt eine entsprechend längere Geschichte. Casey ist frustriert. Wie schreibt sie humorvolle Stellen? Ja, was ist denn überhaupt lustig? Lustig sind Dinge, die eine Wendung haben, mit der du nicht gerechnet hättest. Ich meine, das ist ja das, wie zum Beispiel diese ganzen Klopf-Klopf-Witze funktionieren. Weißt du, was ich meine? Und im Endeffekt ist Humor ja auch immer eine sehr, sehr subjektive Sache. Also ich würde einfach schreiben, was ich lustig finde. Und dann spätestens dann bei den Probelesern rausfinden, ob das auch andere Leute lustig finden. Game of Thrones ist Meister der multiplen Stränge und Protagonisten. Wobei du bei vielen Handlungssträngen natürlich immer das Problem hast, oder ich als Leser habe dabei immer das Problem, ich mag dann einen Charakter und alle anderen sind mir voll egal und ich warte immer die ganze Zeit, bis jetzt der wiederkommt, auf den ich die ganze Zeit warte. Ist halt immer so eine Abwägungssache, was dir gefällt. Mehrere Handlungsstränge kann auch super funktionieren. Vor allen Dingen, also mir persönlich gefällt auch super, wenn das dann nachher alles zusammenfließt und man merkt, oh, das hatte voll den Sinn, dass ich das jetzt alles einzeln gesehen habe, weil wenn ich das nicht gesehen hätte, dann hätte ich gar nicht verstanden, warum das gerade so eine coole Situation ist. Ich schreibe zumindest gerne Geschichten, in denen es ein oder zwei Perspektiven gibt, weil ich das Gefühl habe, dadurch kommt man dem Protagonisten wesentlich näher, weil man ist halt die ganze Zeit oder den größten Teil der Zeit in seinem Kopf und hat dadurch halt viel mehr Gelegenheit, alle möglichen Situationen aus seinem Blickwinkel zu betrachten und dadurch viel, viel besser zu verstehen, wer er ist. Und mir fällt es dadurch leichter, sich mit demjenigen dann zu identifizieren. Ich habe mir selber ein paar Notizen gemacht, was jetzt hier in dieser aktuellen Szene morgen noch passieren soll und muss dann nochmal gucken, wo ich dann genau weitermache, weil ich glaube, hier kann man ein ganz schönes Stückchen streichen, weil dadurch, dass ich das geschrieben habe, als ich noch nicht genau wusste, was passiert, ist halt ziemlich viel steht da für mich, damit ich weiß, was los ist. Anja, danke schön. Oh, du bist cool. Wie lange bist du jetzt schon mit dabei? 2000? Auf jeden Fall vor 2016. Ja, ich find's auch immer toll mit euch. Morgen geht's weiter an dieser Stelle mit viel Streichen und Weiterschreiben. Und wenn ihr auf Follow drückt, werdet ihr informiert. Und wenn ihr subscribt, könnt ihr das im Archiv auch angucken. Nachträglich und nochmal mit mir zusammenschreiben, wenn ihr Lust dazu habt später. Und wir sehen uns morgen. Ich freue mich. Ganz viel Spaß beim Schreiben. Bis dann. Tschüss.